Fotoalbum und Even oder Evan. Fotoalbum. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Uber pro. Okay. I think his name is Evan. Evan. He always looks so intense. Hi, Evan. Hey, Evan. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Steve McCurry, Eugene Smith, Robert Capa und Robert Doisneau. Natürlich der Robert Doisneau. Isn't it Robert Doisneau? Oh my. You can't even tell the difference between street photography and photojournalism. No portfolio peak for you. Ja, toll. Aber ich weiß, was ich machen kann. Okay, der Robert war es also nicht. Hey, Evan. Überspringen. Let's see if you're worthy of it, Max. Ja. Robert war es nicht. Wie wär's mit dem anderen Robert? Robert Capa. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Ja, bitte. It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Okay. Es ist der Knaller. Wir verschaffen uns so einen Vorteil einfach. Ihr seid so unwissend. Ach, Evan, wenn du wüsstest... Lesen. Schauen wir mal. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Hat Fotos gemacht von Rachel. Er ist der Hauptverdächtige im Moment. Okay, das war's. Abstract Landscapes, abstrakte Landschaften noch. Das sind Landschaften? So. Das ist aber eine sehr traurige Landschaft. Okay, zurück. Rachel. Also, kann ich noch mit ihm sprechen über Rachel? Hi, Evan. As you can see, Rachel Amber was my favorite model here. She knew exactly what angles worked best with my eye. Ich standet euch nah? Wie war sie so? Ich standet euch also nah. You were close. Like brother and sister in arms. She understood me, never judged me. I hated her Vortex Club click, but she never acted like she cared. Her friends were her friends. What do you think happened to her? Nothing good, Max. Nothing good. Oha. Okay, er war es wahrscheinlich doch nicht. Der macht mir einen zu sympathischen Eindruck. Sympathisch, der Elfen. So, wo muss ich denn überhaupt hin jetzt? Wo muss ich nochmal hin? Aus meinem Zimmer. Wie komme ich denn in mein Zimmer? Wo geht's denn hier lang? Schild. Dormitories, ja, da sind wir direkt richtig. I need to go there and grab Warren's flash drive. Ja, absolut. Da gehen wir jetzt hin. Zu den Wohnheimen gehen. Come on, Logan, bring it, bro. Ja, Bro, bring it. Yeah. Okay, eine neue Section. So. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Könnte ich jetzt zurückgehen? Theoretisch. Zum Parkplatz. No need to go there now. Okay. Zum Parkplatz. Nee, ich wollte doch zurück zu dem anderen, zu dem Campus da. Okay. Wahrscheinlich geht es tatsächlich nicht. Das heißt, ich muss die Sachen immer erledigen, wenn ich in einem Raum oder in einem Gebiet bin. Das Ansehen, Schild. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Aha. Wo geht's denn da hin? Athletic Field, Main Building, Dormitories. Okay. Ja. So, da ist der Eingang. Latte. The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Oh Gott. Da wohne ich? Scheiße. Das schreit nach Chaos bald. Er wird uns noch eine Menge Probleme machen, habe ich das Gefühl. Der feine Herr Prescott. So, okay, hier ist irgendwie nix. Doch, Moment. Ah. Rachel owes me money. Pay up, bitch.
Du ist schon klar, dass sie verschwunden ist. Lieber Baum. Don't take it out on the tree, loser. Ja, aber echt, der arme Baum, was kann der denn dafür? Also dann schreib's doch wenigstens an die Wand. Was, da steht ja auch was. Please have sex. Was für Sprüche, ist ja Knaller. Also das ist ja echt cool versteckt. Muss man erstmal finden hier. Please have sex. So, wer bist du? Alyssa. Alyssa. I feel like Alyssa and I should be better friends. Na, dann machen wir das doch. Oh. Hi, Max. Voll begeistert. Wie geht's dir? Was liest du gerade? Wie geht's dir? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now if you'll excuse me. Die hatte einen coolen Akzent. Eine coole Aussprache. Hey, das war's? Sorry. I really have to find out what happens. Tja, so wären wir aber nicht bessere Freunde. Das, ich hab's versucht. So, was liegt hier? Nix. Das ist Müll. Logan. Hey, Logan Robertson. All-American Asshole. Ja. Super. Sprechen wir mal mit ihm. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Bro. Sag mal, dir ist schon klar, dass ich kein Bro bin. Du Spinner. Sieht so aus wie, wer ist er nochmal? Der, von den, wie heißen sie nochmal, diese Adams Family. Man braucht nur noch diese Stecker links und rechts. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Frankenstein. Heißt ja nicht so, oder? Frankie? Wer bist du? Zachary. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than Zachary. A football. Sprechen. Hallo. Nice, bro. Ja, Bro. Football, Max. Big football. Step away. Immerhin kennt er unseren Namen. Naja. Oh. Das ist Kate. Recycling. Recycling? Ansehen. Glad to see our campus is eco-friendly. Ja, schön. Kate. Was ist los, Kate? Mann, die sieht echt traurig aus. There's Kate, looking sadder than usual. Oh Mann, okay. Hi Kate. Hey Max. Wie war der Unterricht? Du siehst traurig aus. Ja. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Nice, bro. Nice, bro. Ja, sorry, Kate. Ich würde dir gerne helfen, aber du schaust dir den Baum an. Oh, ein schöner Baum auch. Was ist das? Eine Dose mit einem Eichhörnchen. Mach ein Foto. Mach ein Foto. Ansehen erstmal. This is going to be too damn cute. At least it's on a cat picture. Make art, not war. Ja, finde ich besser. Foto. Geil. Unser nächstes Foto. Das läuft sehr gut. Sehr gut. Das nächste ist, wir suchen einen Teddy. Okay, Ausschau halten für einen Teddy. Ja, Kate. Also nicht. Dann nicht. Samuel. Hallo. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just... X-Files weird. Okay. Sprechen wir mal mit ihm. Howdy, Samuel. Well, hello there. Die Stimme. Well, hello there. Warum all diese Poster? Hm, was für Poster? Die vermissten Poster? Du siehst beschäftigt aus. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping. Then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Okay, das war nett. Er findet Rachel also auch gut. Er kannte sie auch. Was ist passiert? Du kanntest Rachel? Wie war sie so? Du kanntest Rachel? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Awesome.
Okay, was ist passiert? What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Nice, bro. Samuel redet in der dritten Person Singular, wie es aussieht. Ist das richtig? Wie war sie so? What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step awesome. Around here, Max. After I sweep, I paint. Alter. Ja, das ist wirklich ein creepy Guy. Creepy. Du bist mein erster Verdächtiger, mein Freund. Mein erster richtiger Verdächtiger. So, was haben wir hier? Nix. Okay. Der ist echt. Alter Samuel, was machst du denn? Diese Stimme. Okay. Ja, haben wir irgendwas? Sprinkler. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. I guess Blackwell has to keep the lawn and plants well manicured to look good on a catalog. Wahrscheinlich, ja. Das zieht neue Schüler an. Neue Geldgeber. Von daher, es muss immer gut aussehen. Gehen wir die Leiter hoch? Nö. So, dann sind wir hier am Eingang. Und da sitzen Tick, Trick und Track. Victoria. Ja, ansehen. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Die Groupies, ja, na klar. Sprechen. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. Sag mal. Das gibt's ja nicht. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. Mhm. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. Mhm. I guess you got your meds filled. Was für eine Ho. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Mhm. Ja, das will ich sehen. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Why don't you get... Was? Was hat sie gesagt? Why don't you fuck your selfie? Wie originell sie doch ist. Victoria. Alter. Alter Norweger. Das ist ja eine Frechheit. Wie kriege ich euch da weg? Die Sprinkler sind angegangen. Da kommt Samuel. Leiter. Jetzt kann ich was mit der Leiter machen. Jetzt kann ich nichts mehr mit der Leiter machen. Sorry, no paparazzi allowed. Okay. Ich krieg euch ja schon weg. Ansehen. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Sprinkler valve? Okay, wo ist das? Was passiert jetzt? Mhm. Stell mich mal drunter. Fällt das jetzt runter? Kann ich mit Samuel reden? Nein, ich glaube nicht. Ich habe da gerade seinen Namen gesehen. Doch nicht? Doch, da, Samuel. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Okay. Wo ist denn jetzt das Ventil? Die Tür ist offen. Ah, okay. Damn, I missed something. I better rewind. Was? Okay, ja, ich war doch gerade dabei. Wie weit muss ich jetzt zurückspulen? Wo ist Samuel? Ach krass. Okay, so weit habe ich zurückgespult. Ja. Da habe ich ja ein bisschen Zeit jetzt, ne? Was haben wir denn hier drin? Die Wasserpumpe. Sehr schön, die nutze ich gleich. So. Hier ist sonst nichts mehr.
Okay. Ja, dann Wasserpumpe. Ansehen. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Mhm, benutzen. What the hell? Are you kidding? Geil. Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Oh. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Tja, das hat geholfen. Sehr schön. So, jetzt lasst mich durch, Bitches. Reicht langsam hier mit eurem Kindergarten. None shall pass. Capisce? What? Yeah. Hä? Was ist denn jetzt? Irgendwas ist doch mit diesem Eimer. Aber was? Moment. Okay. Wie? Samuel, warte. Geh du mal wieder zurück, Samuel. Oh, was war das? Das gab ein Brain Damage, glaube ich. Eimer. Manipulieren. Hm. A paint bucket next to Victoria. I see a plan. Manipulieren? Was manipuliere ich jetzt? Okay. Okay, let's see if this works. Yes, please. Auf geht's, Samuel. Hoch mit dir. Mit deinem knochigen Hintern. Aber was sollte ich dann mit den Sprinklern machen? Das verstehe ich noch nicht ganz. Tomate, danke. So, das Ding fällt runter. Close, but no cigar. They have to be right under the bucket. What the hell? Ich verstehe. Okay. Ja. Nein. Close, but no cigar. Oh. They have to be right under the bucket. Ich hab verstanden. Samuel muss erstmal weg. Was? Nein, das will ich ja. Okay. Aber dann habe ich ja jetzt. Dann muss ich ja wieder manipulieren. Manipulieren. I can't grab that. Samuel is way too close. Okay, der ist too close. Ist immer noch too close. So, geh mal weg jetzt hier. Manipulieren und dann gehen wir diesen Wasserregler umhauen. Umschalten. Okay, let's see if this works. Ja, du bist langsam. Du bist langsam, Samuel. Ups, bin an der Tür vorbeigerannt. Wasserpumpe benutzen. Überspringen. Ja, das hatten wir schon. Dann stehen die auf. Ah, okay. Ja, ich glaube, das klappt jetzt. Das sieht gut aus. No way! No fucking way! Okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, no? Der arme Samuel. Get the hell away from me, weirdo! Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked! Don't mess with Max, bitches. Tja, bitches. Was habt ihr jetzt davon? Wärt ihr einfach aufgestanden. Dann wäre jetzt dein Kaschmir-Pullover nicht voller Farbe. Oh. Oh. Ansehen und sprechen. Ansehen. Oh man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Ja, sie ist auch lonely wahrscheinlich. Was hat sie denn bitte? Diese zwei Groupies? Also... Das scheinen ja auch nicht wirklich Freunde zu sein, so wie die miteinander reden. Hey, Victoria. What do you want, Max? Okay. Big decision, Freunde. Verspotten oder trösten? Ja, also wir könnten sie natürlich verspotten, aber dann wären wir nicht viel besser. Dann sind wir nicht besser als diese Olle. Victoria. Trösten. Hat sie das denn verdient? Ich denke, auch sie muss mal gut behandelt werden. Ich glaube nicht, dass sie bisher
wirklich Freunde hatte oder hat. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich werde sie trösten. Aber zuerst, da wir ja zurückspulen können, verspotte ich sie erstmal. Ich will mal sehen, was dann passiert. Da muss ich nicht dreimal hin und her, weil ich weiß, dass ich sie trösten werde. Also verspotten wir sie erst einmal. Auf geht's. Don't. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. Mad Max. And no filter needed before I post this. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Oha. Diese Drohung, diese Tat mit Konsequenzen. Now I have to get to my room, then see Warren. Okay, wir haben sie fertig gemacht. Dieses kleine Stück Elend, was da jetzt noch hockt. Aber nein, das möchte ich nicht. Dieses Niveau, das sind nicht wir. Wir sind besser als das. Deswegen, wir trösten sie. Hey, Victor. Let's tröst. No. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Natürlich. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. Yeah. He's one of my heroes. Thanks, Max. Thanks, Max. Wow. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean. Wow. Pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Au revoir. Victoria probably played me. I should have played her. Nein. Better get to my room before I find Warren. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Das ist Win-Win, würde ich sagen. Wir müssen sie nicht veralbern, wir müssen sie nicht auf demselben Niveau behandeln, wie sie andere behandelt. Absolut nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Antwort. Sehr schön. Ja, außer der arme Samuel. Der wurde jetzt angekackt, aber na, das wird er schon schaffen. Ja, das kriegt er hin. Ja, mehr haben wir hier nicht gehabt. Wohnheim. Auf geht's. Ins Wohnheim. Sehr schön. Vielleicht werden wir ja noch Best Buddies mit Victoria. Ja, aber ich bezweifle es. Dafür ist sie zu kacke. Aber ich glaube, in ihr schlummert... Victoria is going to be pissed we took so long. Oh, hey, Entschuldigung. Die Armen, die Groupies, die tun alles für Victoria wahrscheinlich. Ja. Schauen wir mal. Das ist also unser Wohnbereich. Ganz viele Zimmerchen. Karte. Wir schauen uns erstmal die Karte an. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Ja, geht. Ja, man kriegt's schon hin. Das ist nicht so schwierig. So, was ist das? Welcome to Black Hill. Black Hill. Okay, von hier kommen wir. Wo ist denn unser Zimmer? 219. Direkt neben dem Klo. Schön. Da haben wir immer die Geräusche vom Klo mit auf unserem Zimmer. Das gibt bestimmt ein schönes Konzert. So. Okay. Victoria Chase direkt gegenüber von uns. Das gibt Krieg. Flurkrieg. Okay, die anderen, ja, ist mir eigentlich egal. Wir gehen mal in jeden Raum wahrscheinlich. Gucke ich mir mal an. Anschlagbrett ansehen. Ups. So. Lesen. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Dies sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten. Und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt für weitere Informationen. Choose Health at Choose Health.
admin.at. Ja, muss sein, in jedem Fall. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen. Nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte, selber schuld. Darauf befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katzen. Also wäre ich für eine schnelle Rückgabe meiner Sachen und Katzenerinnerungen dankbar. Du hast meine Adresse. An die Schlampe, die meine Franju-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheiß teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Ja, das sind ja mal coole Infos hier. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Achso, das war die, die am Eingang stand vorhin. Wir haben ja die Petition unterschrieben, wir sind also dagegen. Auf geht's. Kriegen wir hin. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheit zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. Ja, 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum Ola. Wir sind dabei. Wir sind dagegen. Wir möchten nicht kontrolliert werden. Das geht gar nicht. Redrum. Redrum. Rückwärts lesen, bitte. Murder. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Warum? Wer ist da? Wer ist denn da? Welcome to Black Hill. Stella Hill? Wer war nochmal Stella Hill? Keine Ahnung. Stella Hill? Wo sind nochmal die? Hier, nee, Quatsch. Ach, hier. Ich kenne keine Stella. Oder wir haben sie vorhin getroffen und sie war unwichtig. Ist auch nicht schlimm. Tafel. Ist das ein Vortex Club oder eine Victoria Club Initiation? Truly pathetic. Taylor ist ein Slave. Taylor ist ein Sklave. Okay, schön. No boys allowed, ja. As if. Wollte gerade sagen. Glaub's wohl selber nicht. Tafel. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Sei nicht englisch. Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Was? Nein, absolut dagegen. Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder Zvrodovka. Was? Zvrodovka? Was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Wir trainieren mit perfekten Plastiknachbildungen, spaßig und sicher. Kommt für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr. 174 Hemingway. Ignoriert die großen Hunde. Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Auf geht's. Nein, Waffen. Absolut dagegen. Möchte ich nicht haben. Man, people here are merciless. Okay. Sicherheit statt Reue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht Please Wait at Praise BGC or Graffiti. Siehe Kates Video als Beweis. Leute, das ist doch echt. Die Arme, lass die mal in Ruhe. Das ist doch echt scheiße. Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei im Flur leise nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Ja, bitte. Ab 22 Uhr will ich nichts mehr hören. Auch nicht vom Klo. Hallo Freunde der Sonne. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn. Ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann. Adios, amigos.